In der Barlüber Heimatstube sind seit kurzem zwei interessante Präsentationen zu betrachten. Zum einen wird der historische Teil des Barlüber Festumzuges noch einmal mit zusätzlichen Fakten untermauert. Und zum anderen wird der Inhalt einer Schatulle ausgestellt, die 1960 beim Neubau der damaligen Barlüber Schule im Grundstein eingemauert wurde. Doch es hat eine ganze Zeit gedauert, bis der Inhalt ausgestellt werden konnte. Der Bauarbeiter kam ungefähr ein Jahr, nachdem die neue Schule stand, zu mir und hat mir dann diese Schatulle gebracht. Die hatte er bis dahin immer in seinem Bagger hinten zu liegen. Aha. Und hat immer vergessen, die mal abzugeben. Er hatte ja. Die also beim Abriss geborgen mit dem Bagger, hat auch schön gemacht, dass es nicht weggekommen ist, weggeschmissen wurde. Und hat mir dann, wie gesagt, nach einem Jahr das gebracht. Und da war natürlich das Jubiläum eigentlich schon weg. Ja, sind bei mir noch ein bisschen hingelegt. Ich habe es dann irgendwann mal ehrlich gezeigt, ehrlich wen. Ja. Und er hat gesagt, wir haben jetzt keine Zeit, wir bereiten nur noch 50 Jahre vor, wir bereiten das Stück vor, wir machen später was drauf. Ja. Und das später ist jetzt. Die alte Barlüber Schule wurde Ende der 50er Jahre geplant und dann auch gebaut. Der Inhalt der Schatulle ist typisch für die politische Doktrin der damaligen Zeit. Politische Losungen und Anspruch stehen der Realität gegenüber, denn dieses Foto zeigt zum Beispiel, wie junge Pioniere bei ihren Eltern für den Schulneubau Geld sammeln. Die beste Schülerin durfte einen Text schreiben und natürlich dürfen Kinder, Bilder und die obligatorischen Zeitungsausschnitte nicht fehlen. Die Schatulle lag jetzt etwas mehr als 50 Jahre in der Erde. So manch einer wird noch leben und sich angesichts dieser Erinnerungsstücke an seine Kinderzeit und den damaligen Schulbesuch erinnern.